Biting Attack, danke. So, jetzt kloppt er einfach mal drauf. Das habe ich das Scheiße unterschätzt, weil das doch ziemlich viel Schaden macht. Mensch, Shell liefert 41, Offense 1, Guts 1, Q 1, Luck 1, HP 2, PP 2, M Level 35, Offense 2, Defense 1, HP 1, PP 2, okay. Herr Koax, was sagst du? Musst auch mal deine Meinung sagen. Tommy enthält sich irgendwie so. Ich auch kein Problem mit. Dann machen wir es halt. Aber wenn ihr nichts dagegen habt, dann. Wie gesagt, FS2 kommt halt irgendwann später noch. Felix Gaijin, das dauert ungefähr noch, würde ich schätzen. Warte mal, wo sind wir gerade? 13 Parts hast du. Wir sind gerade, glaube ich, bei Part. Ich komme mal kurz nach. Bei Felix Gaijin sind wir gerade bei Part 4. Also noch 9 Tage dauert, dann ist das vorbei. Und dann, ja. Und das, dann kommt halt Final Fantasy 2. Ist auch ein Sheep Bracelet. Wer will denn den Scheiß bitte? Ist so ein uraltes Ding. Oder nicht? Ja, wow. Wer braucht denn den Kack? Warum platzieren die sowas hier rein? Oder war das für Ney gedacht? Drop. Spannend, wann Chesra kommt. Hm. Ja doch, wir können auch langsam mal daran denken, hier ein bisschen zurückzulaufen. Das, wo das wieder. Machen wir jetzt natürlich erstmal das wieder, bitte. Smash! Wow, Alter, gut. Ach, guck das mal, wie viel das wie aushält, Alter. Wie viel das aushält. Diese starke Krokodil, das ist eigentlich nur ein Schlimmer. Echt. Schlimm, schlimm, schlimm. Kannst du was trinken? Koax ist wohl auf K, weil er gesagt, spiel was du willst. Okay, dann mache ich einfach mal die Creepypasta-Sache. Und dann schauen wir mal, was ich dann spiele. Nee, auf euch habe ich gerade keinen Bock, weil ich will es erstmal heilen gehen. Und daher. So. Ah, hier ist ein Fotopunkt, der hat mich voll übersehen. Super. Ja, ich hab ja schon mal wie passt das vorgelesen. Es war vor einem Jahr gewesen, da hatte ich glaube ich an die schätzen 15 Stück oder so hochgeladen, sehr viele Pokémon wie passt das. Weil ich auch die am meisten abfahre, allgemein auf Game wie passt das, mag ich total irgendwie. Auch mit halt Sonic.exe halt Sonic versaut hat, weil ich mag Sonic ab sich, ich mochte ihn schon vorher nicht und mag ihn jetzt absolut nicht. Weil Sonic, ich mag sowieso nicht dieses Herumgerennen und das ist irgendwie. Ja. Ist ein Ort, dass man ihn speichern darf, finde ich. Vor allem, wie komme ich eigentlich denn wieder zurück? Ne, warte mal, das ist doch in. Durch die Höhle und dann. Ne? Kann man doch speichern, glaube ich. So. 18.000 EP noch. Dann gehe ich mal kurz in den Speicher nebenbei. Also man merkt, dass das Gebiet eigentlich nicht so sehr für Grinding ausgelegt ist. Das bitte keine Sterben, danke. Level 45, Offense 1, Speed 1, HP 1. Okay. Also es gibt eigentlich an sich kein so richtiges Gebiet, wo man richtig gut reiten könnte in Mava 2. Das ist so ein bisschen das Problem. Danke. Und die Stelle hier ist ein bisschen blöd, dass man da so eng durch muss. Dass man da gerne mal stecken bleibt. Irgendwie, Tommy, bist du jetzt nur noch im Chat da. Irgendwas ist Koax AFK wahrscheinlich gerade. Level 36, oh Baby, Offense 4, oh Baby, Defense 6, wow, oh Baby, Speed 3, Alter, Gat 2, Vitality 1, Q 1, HP 9, du wirst du brauchen.
hat Healing Gamma gelernt. Der lernt früher als Yasin Healing Gamma. Healing Gamma, also Healing Gamma. In addition to the effects of Healing Bitter, these views being diamondized and paralyzes. It also allows a friend who has become unconscious true HP is not maxed out. Ja. Das heißt, er kann es wiederbeleben. Oh yeah. Dann darf er bloß nicht sterben. Scheiße. Nächstes Level war der jetzt Level 36 Länder, das also okay. Ich würde ja trotzdem gerne noch ja, sind auf Level 53 haben, dass wir zwei Leute haben, die wiederbeleben können. Weil das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Finde ich jedenfalls. Dauert zwar jetzt noch ein Weilchen, aber ist, glaube ich, so gar nicht mal so unklug. Finde ich. So. Speichern. Danke. Oh, haben wir wieder viel Geld. Alter, wir haben bald. Wenn das so weitergeht, haben wir ganz schnell 100.000 zusammen auf dem Konto. Müsst ihr vorstellen, ein Kind, das mit 100.000 Dollar auf dem Konto umrennt. Alter. Ist das schlimm. Die können sich auch mal die Abkürzung freischalten, ne? Könnte ich eigentlich mal machen. Haben wir einen Platz frei im Winter? Schau, der Costco. Droppen wir mal eben. Und dann können wir mal eben den Pencil Razor holen. So. Cargo Express. Ne, okay, I do delivery. Pencil Razor. Nein. Ja. Ja. Oh, warte mal, ich habe gar kein. Ups, ich habe gar kein Geld. Ach shit. Ich habe gar kein Geld. Ich kann gar kein Geld abheben. Oh fuck. Oh. Na dann hat sich das erledigt. Ja. Nein. Ja. So. Hab vergessen, dass ich kein Geld habe. Ist schlimm, schlimm, schlimm. Ich bin schlimm, schlimm, schlimm. Dann grindet man halt unterwegs auch ein bisschen und dann. Ach Gott, wie mache ich das jetzt? Also ich kann halt den eigentlich auch. Was soll's, scheiß drauf. Ja, guck, wo ist ein Korax? Das gibt's doch nicht. Das ist echt AFK. Das ist eben schon wieder tot. Und der Einzige, der wie überleben kann, ist tot. Super, ne? Hm. Dann weichen wir mal eben aus und gehen mal wiederbeleben. Warum stirbt er denn auch so leicht? Warum kann der denn auch nichts ausrüsten, verdammt? Oh, Alter, ist klar, so viele Gegner, dass das Spiel schon anfängt zu lecken. Hier hoch. Ist ja schlimm, ey. Ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Das Blöde ist, dass hier halt kein Krankenhaus in der Nähe ist. Ich muss halt zum Revitalizer laufen. Das ist gerade schlecht. Nein, lass mich zufrieden. Boah, warum laufen nicht so viele rum? War das knapp. Das war knapp. Alter Verwalter. Okay, also ist bitte wiederbeleben, ja? Geht das hier? Müsste eigentlich. Oh, danke. Gut, dass das vollständig wiederbelebt. So, es hat ja zwar 4000 EP verpasst, aber was soll's, scheiß drauf. So dringend braucht er jetzt auch nicht die EPM. Das wäre schlimmer, wenn Yasin gestorben wäre. Bei dem dauert das ewig, bis er mal auflevelt. Und die Gegner hier doch relativ spawnen. So, ja, sind wir 52. Yo, Baby! Offense 6, Defense 1, Guard 2, HP 1, PP 1. Okay, war jetzt nicht so das geilste Level Up, aber naja. Die Cave Boys geben echt nur 155 Erfahrungspunkte. Da sind sie doch gar nicht so stark, wie ich dachte. Ich dachte immer, die werden stärker. Hm. Na gut. Ich hasse dich auch wie die Pest, ne? Weil du Schaden machst ohne Ende. Und viel zu viel HP hast. Offense 4, Defense 1, Speed 2, Q1, HP 3, PP 5.
Das wird dann spaßig, die Parts auf YouTube zu bringen, später irgendwann mal in einem Jahr oder so, wenn die den Release. Nein, ich wollte nicht. Ach, scheiße. Wenn die mal in einem Jahr oder so released werden, die Parts, die dann zu benennen. Dann nur leveln. Leveln bei Winters Part A, leveln bei Winters C oder so, keine Ahnung. Wie viel braucht er es eigentlich? 45.000. Okay, das kann wieder eine Weile dauern. Oder mal, ich kann ja eigentlich mal eben kurz. Schessra an. Schessra ist offline, super. Warum ist der jetzt offline? Ist das Internet wieder von dem weg oder ist der weg? Das will ja keiner da außer Tommy. Also irgendwie in letzter Zeit laufen die Streams, was Level FTW ist in letzter Zeit, was aktive Zuschauen geht, irgendwie kaum jemand da, was mich ein bisschen stört. Was ist einfach, ich bin froh über jeden, der da ist, aber wenn ich da stehen habe, 60 Volldollar, das hat ja auch Kurax das Problem. Das haben alle Streamer das Problem irgendwie, glaube ich. Das halt und allgemein jetzt werben das Problem, das steht halt 60 Volldollar, also ich habe 59, bald steht da, habe ich bald hab 60, falls überhaupt irgendeiner jetzt noch mal neu followt. Und keiner von denen lässt sich blicken, also fast keiner. Also vielleicht zwei, drei, vier. Wie sagen wir mal, Chestra, Tommy, Korax, Azorion, Nirvan, sechs Leute, aber sind nie gleichzeitig mal da. Früher war mal Bibbe noch da. Außerdem fällt mir gerade keiner ein. Ich glaube, ich habe welche vergessen, aber kann mir das nicht gut merken. Ich habe es noch nicht so mit Namen merken. Ich bin da schlecht drin, in Namen merken. Und du Double Burger. Oh, cool. Das ist richtig gut. Der heilt relativ viel. So, danke. 29.000, okay, doch relativ fix. So. Dann komm mal her. So. Und durch den Vorsprung geht sowieso relativ schnell. Das wird jetzt wieder relativ schwer. Wenn wir Pech haben. Aber wir haben Glück. Übrigens, was ich mir nachher verlese, ne, bei der Creepypasta. Dann nehmen wir das einfach mal so hin, ne? Dann werde ich nicht noch mal irgendwie von vorne beginnen oder so. Also ich verlese mich ab und zu gerne mal des Öfteren, aber es hält sich noch in Grenzen. Ich bemühe mich, dass ich mich nicht verlese. Und ich mache auch gerne mit Stimmverständnis und Kram. Ne, Level 46. Ja, das war jetzt nicht so das geile Level Up. Was wiegt denn hier rum? Ja, eine Fliege. Ah, ich mache mal kurz hier. Die Laute mache ich doch mal irgendwas an. Ja, Alter, warum ist das immer noch so warm hier? Mensch, ist das schlimm. Ist das Spielbild zu leise? So. Oh Mann, M-Level 38, Offense 2, Defense 1, Slug 1, HP 1, PP 2. Okay. Gut, dass der es endlich Healing Gamma erlernt hat. Es wird nur noch da sind, dann bin ich zufrieden. Dann können alle heilen, also und die wichtigsten können heilen. Chainy Level 45, HP 2. Wow, das war echt ein mieses Level Up. 7000, das geht auch noch fix. Dann gehe ich jetzt, glaube ich, noch mal zum Stonehenge und dann sollte das relativ fix erledigt sein, das Level. Boah, Alter, ruckelt das, ey, Alter. Das kommt davon, wenn hier zu viele Gegner rumlaufen, da ist das SNES überfordert. Weil der Emulator emuliert das ja nicht anders als ein Super Nintendo. Deswegen, ja. Oh Mann, na komm her. Der gibt echt nur noch 55 Erfahrungen. Was zum Fick? Okay, nein, ich wollte nicht untersuchen. Ich bin außerdem gerade mit dem Controller gegen den Tisch gekommen. Also, das Spiel immer jetzt ganz anders war, finde ich, als in dem ersten Durchlauf, wo man wirklich.